Was du sagen kannst, wenn dich jemand ständig unterbricht. Du bist mitten in einem guten Gedanken, den du aussprechen möchtest. Sortierst deine Gedanken gerade und plötzlich unterbricht dich jemand. Und zwar nicht angenehm, sondern sogar unhöflich. Was für ein Gefühl kommt da bei dir da auf? Nichts Angenehmes, nicht wahr? Vielleicht bist du enttäuscht, sogar wütend, dass die Person dich nicht genauso ausreden lässt, wie du sie ausreden lassen hast. Es raubt dir nicht nur den Faden in dem Moment, den du gefolgt bist, sondern auch die Geduld mit der anderen Person. Und auch das Gefühl, gehört zu werden, respektiert zu werden für deine Gedanken und Gefühle. Und diese Hilflosigkeit ist mehr als verständlich, weil du nicht weiß, was du zu tun hast in dem Moment, damit du hinter dir stehen kannst. Dir fehlen oftmals die Worte. Diese Worte werde ich dir heute mitgeben. Um damit umzugehen, kannst du diese Unterbrechung direkt ansprechen. Du bist nämlich integer. Du stehst hinter dir und das möchtest du auch genauso in Zukunft umsetzen. Ein Ansatz könnte folgender sein. Ich merke, dass wir oft durcheinander sprechen. Lass mich bitte meinen Gedanken zu Ende führen. Dann bin ich gespannt auf deine Meinung. Diese klare und direkte Ansprache hilft dabei, einmal der Person ihr Verhalten wiederzuspiegeln, andererseits aber auch zu sagen, du, wenn das unhöflich war deinerseits, ist das mir egal. Was mir wichtig ist, ist, dass wir nicht mehr durcheinander sprechen. Und ich sehe auch genauso einen Bestandteil an mir, dass ich hinter dem stehe, was ich sagen will. Die Qual, ständig unterbrochen zu werden, solltest du ad acta legen. Das ist nicht schön. Weder für dich, noch für die anderen Leute, die sich dann einfach nur denken, es ist doch egal, ich kann sie unterbrechen. Wer muss das hören, schick's gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.